Willkommen zurück bei Call of Juarez. Wo wir hier sind, waren wir schon mal mit dem anderen Kerl. Und jetzt sind wir ihm ja auf den Fersen. Der Priester, Prediger, sucht den Halbindianer. So sieht er auf jeden Fall aus. Und. Das hätte auch schief gehen können. So. Beim Speichern, vorsichtshalber. Neues Gebiet muss geladen werden. Oh yeah. So. Na, also weiter geht's. 45 Pistolenkugeln, 80 fürs Gewehr und 40 Schrot. Damit sollten wir auskommen. Der Konzentrationsmodus ist die ganze Zeit eigentlich verfügbar. Das ist ein bisschen übertrieben. Stehen bleiben! Wer zum Teufel bist du? Ich bin der Zorn Gottes und in meinen Händen halte ich sein Schwert. Ich suche einen jungen Mann namens Billy. Billy die Kerze. Du suchst nach... Hallo, mein Name ist Tom Manson, das hier ist Stuart und das hier sind die McLeod-Brüder. Wir sind Texas Ranger. Für die Ergreifung des Burschen ist eine Belohnung ausgesetzt. Wir glauben, dass er sich auf dieser Ranch aufhält und mit Viehdieben zusammenarbeitet, angeführt von einem Mann namens Ferguson. Wir möchten Ihnen einen Besuch abstatten. Ich habe gehört, Ferguson hat eine Tochter, jung, hübsch und... Halt die Klappe, McLeod. Padre, falls du mit diesen Schießeisen umzugehen weißt, wären wir für deine Hilfe sehr dankbar. Na dann los! Ich habe von einem Mann gehört, der die gleichen Waffen wie du tragen soll. Man sagt, dass man in die Augen des Todes blickt, wenn man ihm ins Gesicht schaut. Er soll aber kein Mann Gottes gewesen sein, sondern eher das Gegenteil. Wahrscheinlich sieht er jetzt schon die Radieschen von unten wachsen. Noch so ein blöder Spruch und... Manson regt mich langsam auf. Er redet mit mir, als sei ich sein Lakai. So. Hinter dir! Versuch dich von hinten anzuschleichen. Wir werden sie ablenken. Keine Bewegung! Waffen fallen lassen! Wo ist der? Ich kümmere mich um Sie, Padre. Suche den Jungen. Dort! So.
Was habt ihr mit meiner Molly gemacht, ihr Verbrecher? Ich werde euch töten! Okay, ich werde die Waffen wegstecken. Wenn wir da... Ach Gott! Manson, reg mich langsam auf. Er redet mit mir, als sei ich sein Lakai. Ey, und der... Immer wieder kommt der kleine Strolch. Unglaublich. Mann. Aufpassen, hinter dir! Versuch, die von hinten anzuschleichen. Wir werden sie ablenken. Nachladen, speichern, Tür antreten. Keine Bewegung, Waffen fallen lassen. Wo ist der? Was? Okay, ist gut. Keine Bewegung, Waffen fallen lassen. Hat zwar gerade auch geklappt, aber... So, erstmal wieder... Ein bisschen... Dort! Da wurde diesmal mehr angesteckt. Was habt ihr mit meiner Molly gemacht, ihr Verbrecher? Ich werde euch töten! So. Da rennt er. Ja, nochmal. Ach du Scheiße. Da. Autosave. Hör mir zu, Ray! Ich habe sie nicht getötet, hast du gehört? Ray, ich schwöre bei Gott, ich habe sie nicht getötet! So. Galopp, galopp, los, lauf, Pferd. Oh.
hatte gerade ganz kurz gesehen, da vorne ist er. Die Kurve mit dem Pferd nicht gekriegt. Mit dem Pferd aus der Kurve geflogen. Oh Mann. Ray, hör mir zu, Ray. Ich habe sie nicht getötet, hast du gehört? Ray, ich schwöre bei Gott, ich habe sie nicht getötet. Da haut er ab. So. Ich speichere mal, vorsichtshalber. Bevor wir gleich wieder irgendwo mit dem Pferd aus der Kurve fliegen. Bisschen zu schnell. So, das ist die Brücke. Ich will den Erdboden versuchen und meiner Bosheit reden. Und den Boden der Grenzen ein Ende machen. Deinem Schöpfer entgegenzutreten, Junge. Nein! Was haben Sie vor? Was ist das denn jetzt? Wo ist der Junge? Der Fluss hat ihn mitgerissen. Gott sei ihm gnädig. Such die Flussufer ab. Drinnen gab es Schwierigkeiten. Moment, Moment, Moment. Nein, der Fluss hat ihn mitgerissen? Padre, wir dachten, du bist tot. Was geht hier vor sich? Sollen wir es ihm sagen? Wir sind keine Ranger-Referent, aber genauso wie du suchen wir auch den Jungen. Und warum habt ihr mich angelogen? Es kam uns sehr gelegen. Aber jetzt brauchen wir dich ja nicht mehr. Ach, Leute. Oh! Wie soll man das denn machen? Vor allem das... Ich hatte noch 5 Schuss und das Fadenkreuz war weg. Toll. Super. Dann machen wir es so. Was ist los hier? Sie haben meine Tochter mitgenommen. Oh mein Gott, Sie haben meine Tochter. Sie haben gesagt, du bist ein Viehdieb. Ich bin Farmer. Das hier ist meine Ranch.
Bitte, ihr dürft ihr nicht wehtun. Sie sind unterwegs zum Fluss. Ohne Pferd sind sie nicht mehr einzuholen. Sie dürfen nicht entkommen. Herr, was habe ich getan? Gute Frage. Gut, hier steht auch ein Pferd. Ja, das war wohl nichts. Nicht getroffen. Den haben wir nicht getroffen, schade. Na komm, Pferd, was ist los? Das wird eng, ja. Vater, was habe ich getan? Aufrichtige Bürger mussten wegen meiner Blindheit und Arroganz sterben. In deinem Namen habe ich auch Billy getötet. Habe ich einen falschen Weg eingeschlagen, Herr? Hat er die Wahrheit gesagt? War er wirklich unschuldig? Ich werde dich retten, Kind, mein Herr. Ich werde alles wieder gut machen. Koste es, was es wolle. Ich verspreche es. Wow. Okay, Freunde. Würde ich sagen, das war's für heute. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Und ich sage erstmal bis dahin und ciao.